On September 29th, Austria will go to vote the new parliament. In these general elections, Palestine Solidarity activists say that there is no political party that condemns the genocide in Gaza. So the Palestine Solidarity Movement Austria launched a bid to contest the elections under the name of List Gaza, a voice against genocide. Als politisch wachsamer Mensch bin ich natürlich da schon aufgewacht und wurde dann gefragt, ob ich kandidiere. Habe mir das kurz überlegt und letztlich glaube ich, dass es in Zeiten wie diesen in Österreich notwendig ist, hier ein Zeichen zu setzen. Einerseits für die Demokratie in Österreich, andererseits natürlich auch, es gibt weit und breit keine Stimme, keine Partei, die sich traut, hier den mutmaßlichen Völkermord in Palästina zu verurteilen. Es gibt aber ganz viele Menschen, die das anders sehen in Österreich, das weiß ich aus meiner Alltagspraxis. Und deshalb ist es eben wichtig, dass es auch hier eine Stimme gibt. Die Partei heißt ja Liste Gaza, Stimmen gegen den Völkermord. Das heißt, wer für uns stimmt, stimmt gegen den mutmaßlichen Völkermord in Gaza. Es ist ja noch Israel noch nicht strafgerichtlich verurteilt. Ich als Anwältin rechne ehrlich gesagt damit, nur das wird dauern. Aber natürlich ist auch eine Stimme für Demokratie und für Rechtsstaatlichkeit und für Neutralität. Their aim is to give a voice to the growing opposition to the genocide in Gaza on the ballot paper at the general elections in Austria. Their first aim is to collect 2,600 signatures to be on the ballot paper in all 9 federal states in Austria. I think that our voices can be, should be heard in the Austrian politics also, not only on the streets of Vienna. Of course, for the most important thing, for the freedom of Palestine, for to end the occupation, and for an end of the genocide, which is taking place in Gaza as we speak. The political platform of the List Gaza is defend neutrality, stop the genocide in Gaza, pressure the Austrian government to stop their support for the Zionist regime in Israel, and to show solidarity with all oppressed peoples around the globe. Dieter Reinisch, reporting for Al-Mayadeen from Vienna.